Das tote Internet. Eine Geschichte, um die Realität zu hinterfragen. Stell dir vor, du sitzt an deinem Computer und stöberst auf einer Rezeptseite für das Abendessen. Das Bild von einem perfekt goldbraunen Hähnchen zieht dich in seinen Bann und du meinst fast, den Duft von Knoblauch zu riechen. Du scrollst zu den Kommentaren, wo Leute davon schwärmen, wie einfach das Rezept ist und ihre eigenen Tipps zum Verfeinern der Zutaten teilen. Gemütlich, oder? Ein Moment der Verbindung im weiten Meer des Internets. Doch dann schleicht sich ein beunruhigender Gedanke ein. Was, wenn dieses Rezept gar nicht von einem Menschen geschrieben wurde? Was, wenn die Kommentatoren mit ihrem freundlichen Avatar und cleveren Tipps gar nicht echt sind? Und was, wenn diese gemütliche, interaktive Welt, die wir so lieben, in Wahrheit nur eine Illusion ist? Eine Landschaft, die nicht von Menschen, sondern von Bots bevölkert wird? Das ist die Frage, die im Kern der Dead-Internet-Theorie steht. Eine Idee, die in den dunkelsten Ecken des Webs als Flüstern begann und sich inzwischen zu einer mysteriösen, verstörenden Diskussion über das Wesen des digitalen Zeitalters entwickelt hat. Aber ist sie wahr? Tauchen wir tiefer ein. Ein Fenster zur Welt oder ein Spiegellabyrinth? Das Internet ist ein Wunderwerk menschlicher Ingenieurskunst. Es ist der Ort, an dem wir erschaffen, teilen, lernen und uns verbinden. Ein Raum, in dem du Musik komponieren, jonglieren lernen, ein Buch kaufen, über dieses Buch diskutieren und anschließend ein Vogelhaus bauen kannst, um dich zu beruhigen. Aber ist das alles echt? Irgendwo in den dunklen Tiefen von 4chans Paranormalboard tauchte 2021 ein Post auf. Darin hieß es, die Dead-Internet-Theorie. Der Großteil des Internets ist gefälscht. Der ursprüngliche Post ist mittlerweile verschwunden, als hätte er nie existiert. Aber der Gedanke, den er säte, wuchs weiter. Menschen begannen zu fragen, was, wenn ein erheblicher Teil des Internets gar nicht menschlich ist? Was, wenn Bots die wahren Bewohner der digitalen Welt sind? Lange Zeit wurde diese Idee als wilde Verschwörung abgetan. Glaubwürdige Diskussionen darüber gab es in den 2000er Jahren nicht. Das ein oder andere Meme aus 2014 oder 2016 scherzte über Bots, die das Web fluten, aber erst in letzter Zeit gewann die Theorie an Fahrt. Die erschreckenden Zahlen. 2022 veröffentlichte das Cybersicherheitsunternehmen Imperva einen Bericht, der uns alle innehalten lassen sollte. 47,4% des gesamten Internetverkehrs waren automatisiert. Das bedeutet, dass fast die Hälfte dessen, was wir online sehen, Beiträge, Kommentare, sogar Nutzer, Bots sein könnten. Und das Erschreckendste daran, 30,2% dieses automatisierten Verkehrs stammen von bösartigen Bots. Bösartige Bots sind darauf ausgelegt, zu manipulieren. Sie können in Kommentarspalten streiten, Fehlinformationen verbreiten, falsche Bewertungen hinterlassen und sogar Zwietracht unter Nutzern säen. Wenn du jemals das Gefühl hattest, dass sich ein Online-Streit schneller hochgeschaukelt hat, als er sollte, hast du vielleicht gar nicht mit einem Menschen gestritten. Doch es wird noch unheimlicher. In seiner Analyse hob YouTuber Muraha hervor, wie Bots immer menschlicher wirken. Diese Bots folgen nicht nur vorhersehbaren Mustern, sie ahmen menschliches Verhalten nach. Sie kommentieren auf Twitter, interagieren miteinander und erzeugen die Illusion einer lebendigen digitalen Gemeinschaft. Eine düstere Zukunft? Wenn sich diese Trends fortsetzen, warnen Experten, könnte bis 2026 fast 90% aller Online-Inhalte KI-generiert sein. Bis 2030 könnte dieser Anteil sogar auf 99,9% steigen. Stell dir eine Welt vor, in der authentische, menschliche Stimmen vom endlosen, seelenlosen Rauschen maschinell erzeugter Inhalte übertönt werden. Aber wer steckt hinter dieser Flut von Bots? Die Theorien sind zahlreich. Einige sagen, es seien fremde Regierungen, die Bots einsetzen, um rivalisierende Nationen zu destabilisieren. Andere beschuldigen Konzerne, die ihre eigenen Produkte fördern oder Konkurrenten unterdrücken. Und dann gibt es die beunruhigende Möglichkeit, dass sogar unsere eigenen Regierungen Bots einsetzen, um Meinungen zu manipulieren und Kontrolle auszuüben. Ein Moment der Reflexion.
Wenn das Internet, auf das wir uns täglich verlassen, immer synthetischer wird, was bedeutet das für unsere Beziehungen, unsere Kreativität und sogar unser Verständnis von Realität? Können wir dem, was wir online sehen, noch vertrauen? Können wir uns an eine Welt anpassen, in der die Grenze zwischen Mensch und Maschine fast unsichtbar ist? Vor allem aber, wie sollten wir darauf reagieren? Sollten wir von Plattformen mehr Transparenz fordern? Sollten wir lernen, Bots selbst zu erkennen? Oder ist es an der Zeit, unsere Interaktion mit der digitalen Welt grundsätzlich zu überdenken? Eines ist sicher, das Internet mag groß und mächtig sein, aber die Wahrheit dahinter könnte seltsamer sein, als wir uns jemals vorgestellt haben. Also frage dich beim nächsten Streit online oder beim Nachkochen eines Rezepts, wer oder was ist wirklich auf der anderen Seite? Wenn Kreativität im Angesicht von Algorithmen verblasst. Das Internet war einst eine Grenze, ein Ort, an dem Individualität und Kreativität blühten. Es war ein Raum für Künstler, Schriftsteller, Musiker und Innovatoren, um sich auf eine Weise auszudrücken, die die Offline-Welt nicht zuließ. Doch jetzt zeichnet sich etwas Dunkleres ab. In einem digitalen Reich, das zunehmend von Bots und Algorithmen dominiert wird, wird die menschliche Kreativität erstickt. Die schnelleren, effizienteren, maschinell erzeugten Inhalte überwältigen die langsamere, tief persönlichere Arbeit menschlicher Köpfe. Denke darüber nach. Algorithmen, angetrieben von gewaltigen Datenmengen, sind darauf ausgelegt, maximale Interaktion zu erzeugen. Sie produzieren endlose Inhalte, Videos, Beiträge und Anzeigen, die nicht für Kunst oder Originalität geschaffen wurden, sondern um psychologische Trigger zu treffen, die Menschen zum Klicken bewegen. In solch einer Landschaft, wo findet da die menschliche Stimme noch Platz? Kinder heutzutage werden, anstatt ihrer Kreativität zu erforschen, oft dazu angeleitet, die Maschine zu füttern. Plattformen belohnen das Einfügen in Trends und bestrafen das Abweichen von ihnen. Der Prozess wird mechanisch. Lade deine Fotos, deine Gedanken, deine Momente in eine App und lass den Algorithmus polierte, klickfähige Beiträge ausspucken. Die Belohnung? Temporäre Bestätigung in Form von Likes und Shares. Die Kosten? Eine Generation, die ihre Fähigkeit verliert, um des Schaffens willen zu erschaffen und ihre einzigartigen Stimmen gegen algorithmische Effizienz eintauschen. Was passiert, wenn menschliche Kreativität, ein Grundpfeiler von Fortschritt und Selbstausdruck, durch die kalte Logik von Algorithmen ersetzt wird? Originalität verblasst, Individualität wird obsolet und die Welt wird zu einer monotonen Echokammer optimierter, maschinengeprüfter Inhalte. Die Drahtzieher der öffentlichen Meinung. Sprechen wir über Macht, insbesondere über die Macht, Wahrnehmung zu formen. Bots existieren nicht nur, um menschliche Interaktion zu simulieren. Sie sind Werkzeuge, die von denen eingesetzt werden, die öffentliche Meinungen manipulieren wollen. Politische Gruppen, Unternehmen und andere Akteure nutzen sie, um die Illusion eines Massenkonsens zu erschaffen, entweder für oder gegen eine Idee. Stell dir vor, du scrollst durch die sozialen Medien und siehst tausende Likes und Shares zu einem Beitrag, der ein neues Produkt oder eine politische Ideologie bewirbt. Es fühlt sich an, als würde jeder darüber reden, es unterstützen oder kritisieren. Doch was, wenn diese scheinbare Welle der öffentlichen Meinung gar keine ist? Was, wenn es Bots sind? Die Konsequenzen sind erschreckend. Bots können polarisierende Rhetorik verstärken und Argumente extremer erscheinen lassen, als sie wirklich sind. Sie können abweichende Stimmen unter einer Flut automatisierten Lobes oder Tadels begraben. In der Politik bedeutet das, Wahlen zu beeinflussen, Debatten zu lenken und Narrative zu kontrollieren. Im Handel bedeutet es, dich zu überzeugen, Trends, Produkte oder Lebensstile zu kaufen, die nicht dir zugutekommen, sondern den Mächtigen. Betrachte diese erschreckende Realität. Diejenigen, die diese Bots programmieren, formen den zivilisatorischen Geist. Sie setzen die Trends, die Prioritäten und die Ideologien, die wir unwissentlich übernehmen. Statt auf echte Menschen zu hören, vertrauen wir imaginären Konstrukten, von Bots gesteuerte Narrative, die so tief in unser Leben integriert sind, dass wir sie kaum hinterfragen. Ein Lebensstil, der von Algorithmen gestaltet wurde. Überlege, wie diese Manipulation unseren Alltag beeinflusst. Wir wachen jeden Morgen auf, gehen Jobs nach, die wir vielleicht nicht mögen und verdienen Geld, das an Wert verliert. Warum?
um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen. Dinge, die von Bots gehypt, als essentiell vermarktet und als Symbole für Erfolg oder Glück verkauft werden. Uns wurde beigebracht, dass dieser Kreislauf dem Leben Bedeutung gibt. Aber tut er das wirklich? Das Ergebnis dieses konstruierten Lebensstils? Das Internet wird reich an Inhalten, während die reale Welt ärmer an Substanz wird. Erwachsene, überwältigt vom Druck, sich diesen Idealen anzupassen, werden zunehmend depressiv. Kinder, die in einer Umgebung von sofortiger Befriedigung und ständigem Vergleich aufwachsen, greifen zu Drogen, Eskapismus und anderen ungesunden Bewältigungsmechanismen. Das ist die Welt, die Bots mitgestalten. Eine Welt, in der die angeborene Kreativität und Individualität der Menschheit durch Konformität und Konsum ersetzt wird. Zeit zum Nachdenken. Lassen wir weiterhin zu, dass Algorithmen unsere Kreativität diktieren? Erlauben wir Bots, unsere Meinungen, unsere Politik und unsere Identität zu formen? Oder machen wir einen Schritt zurück und erobern das Internet und unser Leben zurück, so wie es gedacht war, als Räume für echte Verbindung, Originalität und menschlichen Ausdruck? Ich überlasse dir die Wahl, aber während du diese Geschichte heute Abend durchdenkst, frage dich, ist das Leben, das wir heute führen, wirklich unseres oder sind wir nur Spieler in einem Spiel, das von jemand anderem programmiert wurde? Und wenn das der Fall ist, wie fangen wir an, die Regeln neu zu schreiben?